Ihr Lieben, in diesem kurzen Video geht es um die 6 häufigsten Fehler bei Laufanfängern und vielleicht hast du auch gerade mit dem Laufen angefangen und fragst dich, ob du das hier alles so richtig machst, dann ist dieses Video genau richtig für dich und ich will am Anfang auch gar nicht lange rumlabern, sondern direkt starten mit Fehler Nummer 1 und das ist, nur schnelles Laufen führt zu einer Leistungssteigerung. Ich sehe da draußen so viele Leute rumlaufen mit hochrotem Kopf, die aus dem letzten Loch pfeifen. Und dann frage ich mich, Leute, trainiert ihr denn wirklich richtig? Es ist eine Möglichkeit, eine Trainingseinheit in der Woche mal ein bisschen knackiger zu machen über eine kürzere Strecke. Es geht dann aber auch darum, Trainingseinheiten einzustreuen, die eben nicht immer volle Pulle sind. Nämlich auch mal einen Lauf zu machen, der über eine bisschen längere Distanz ist. Und dafür ganz, ganz langsam. Oder eben dieser kurze, knackige, also kurze Distanz und dafür ein bisschen schneller. Und die dritte Variante ist ein Grundlagenausdauerlauf, also mittlere Streckenlänge und das Tempo so gewählt, dass du dich dabei problemlos unterhalten kannst. Dann Fehler Nummer 2, viel hilft viel. Stimmt im Leben ja so grundsätzlich eher selten. Das heißt, wenn du jetzt gerade anfängst mit dem Laufen und dir sagst, ja, jetzt gehe ich, weiß nicht, 4, 5, vielleicht 6 Mal die Woche laufen, davon würde ich dir dringend abraten. 3 Mal die Woche ist wirklich eine gute Anzahl, wo du vor die Tür gehen kannst. Es ist wichtig, dass du dich auch wieder entspannst zwischen deinen Läufen. Also nicht immer nur Knallgas geben. Viel hilft nicht viel und das ist beim Laufen auch nicht so. Dann Fehler Nummer 3 und das machen auch noch viele fortgeschrittene Läufer falsch, ist zu schnell loslaufen. Was meine ich damit? Wenn du vor die Tür gehst, dann weißt du ja ungefähr, wie lange du heute laufen gehen willst. Und jetzt solltest du versuchen, wenn du die Strecke schon weißt, die Geschwindigkeit über diese Strecke in etwa gleich schnell zu halten und nicht am Anfang loszuballern und viel zu schnell zu laufen, um dann am Ende festzustellen, boah, ich bin ja total fertig und im Sack und ich kann ja gar nicht mehr. Also die Idee ist es, die Geschwindigkeit den gesamten Lauf über in etwa gleich zu halten. Dann Fehler Nummer 4 ist, dem Körper keine Ruhephasen gönnen. Ich habe das gerade schon kurz angesprochen. Es ist total wichtig, wenn du eine Einheit gemacht hast, den Körper auch runterkommen zu lassen und ihm mal einen Tag ohne Laufen zu geben. Also einfach, wo er sich von der Belastung, die du ihm am Vortag gegeben hast, wieder erholen kann. Fehler Nummer 5 ist von 0 auf 100 in viel zu kurzer Zeit. Und so ein nervöser Typ wie ich, der auch immer gerne ungeduldig ist und alles sofort können und machen will. Für mich ist das auch total schwierig gewesen und auch immer noch schwierig. Aber was ich dir ans Herz legen möchte, ist, lass es ruhig und entspannt angehen. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der 20 Jahre lang keinen Sport gemacht hat und jetzt auf einmal mit dem Laufen anfängst, dann kannst du nicht erwarten, innerhalb von 3, 4, 5 Wochen ein super Niveau zu haben. Dein Körper, der muss sich erst an die Belastung gewöhnen. Deine Knochen müssen sich daran gewöhnen, deine Muskeln müssen sich daran gewöhnen, deine Sehnen auch. Und deswegen mein Tipp, gönn dir die Zeit und lass es einfach nicht zu schnell angehen und sei nicht zu ungeduldig. Und dann Fehler Nummer 6 ist zu unregelmäßiges Training. Ich habe es gerade auch schon kurz anklingen lassen, was eine gute Anzahl für Läufe in der Woche ist und das ist die Zahl 3. Da kannst du nämlich die Trainingsform, die ich gerade erwähnt hatte, perfekt kombinieren. Das heißt, bei 3 Tagen hast du immer einen Tag, wo du läufst und dann hast du wieder einen Tag Pause, wieder einen Tag, wo du läufst, wieder Pause und so weiter. Und ja, da die Woche logischerweise 7 Tage hat, hast du dann irgendwann auch mal einen Tag, 2 Tage dazwischen, wo du nicht läufst. Und ja, dann hast du deine Laufwoche perfekt eingeteilt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen YouTube-Kanal. Folge mir auf Facebook und Instagram. Und dann möchte ich dir zum Schluss noch meine 6 Wochen Lauf-Challenge ans Herz legen. Die ist nämlich genau für Laufanfänger und perfekt darauf abgestimmt.
Das Ziel ist es, innerhalb von 6 Wochen deine ersten 30 Minuten ohne Pause durchzulaufen. Du bekommst jede Woche einen Trainingsplan per E-Mail. Du bekommst ein Video mit Tipps und ja eben eine Mail mit nochmal geschriebenem Wort, was dich zusätzlich motivieren soll. Außerdem sind wir in der Facebook-Gruppe schon über, ich glaube, 200 Teilnehmer. Wir motivieren uns alle gegenseitig, wir pushen uns, da werden die Läufe gepostet. Und ja, ich freue mich, wenn du bei der Lauf-Challenge mit dabei bist. Ich verlinke die hier unter dem Video oder ich blende sie hier unten ein, weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn du bei der Lauf-Challenge mit dabei bist. Sie ist komplett kostenlos und ja, dann freue ich mich, dich da zu sehen.